Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, was soll ich sagen? Ich habe einiges vor in der Folge. Und das wollen wir dann mal alles langsam in Angriff nehmen. Und vor allem, dass ich mal ein paar Sachen rankomme, die uns so kleinigkeitenmäßig weiterbringen. Als allererstes hätte ich gesagt, wir machen ein Iron Wire, dass ich Haken setzen kann. Ich habe nämlich so festgestellt, ich habe mittlerweile so viel, was ich machen muss, dass ich ja mir schon eigentlich lange nicht mehr merken kann. Circuit 1, jawohl. Und dann verrenne ich mich. Ja, kennt man gar nicht von mir, ne? Nee, passiert mir gar nicht. So, das heißt, wir brauchen jetzt noch Eisenschrauben. Davon brauche ich meiner Meinung nach 4 Stück. Denn wir möchten uns als erstes ein Clipboard bauen. Das heißt, ich brauche noch Woodplank. Das haben wir hier. Davon brauche ich 2. So, was brauchen wir noch? Ich habe das. Ich brauche noch Papier. Papier ist vorne im Soundcraft-Bereich. Mei, das habe ich nämlich auch das letzte Mal vergessen. Vor lauter, ja, ich muss das fertig kriegen. Ich muss das fertig kriegen. Vernachlässige die anderen Sachen. Also Soundcraft habe ich ein bisschen weitergemacht. Da werde ich dazu auch gleich was erklären. So, aber zuerst machen wir jetzt mal die Clipboards. Und ja, Mehrzahl. Okay. So, also, es gibt ein. Diese Clipboards werden jetzt sozusagen an Baustellen rangebappt. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, hier muss jetzt rein, bababa, dann wird das Board beschrieben und hierhin verfrachtet. Und wenn ich was Größeres habe, es kommt dann sozusagen hier in meinen Bereich hin. Ja, das heißt also, wir haben jetzt zum Beispiel zu tun. Bergab tragen für Rubberwood. Bereich erweitern Felder Welt. Genau, ne? Also peu à peu kommt es dann immer dahin, wenn mir wieder was einfällt. Was da drauf kleben. Wenn wir fertig sind, wird ein Haken dran gemacht. Dass man weiß, wissen, wie weit das wir sind. Gut, das ist schon mal erledigt. Wir haben schon mal die erste Kleinigkeit sozusagen abgearbeitet. Dann fangen wir mit der. Den würde ich gerne bauen, aber das sind zu viele Schritte dazwischen. Ich schaffe mal nicht. Nein, leider nicht. Okay, so, aber. Ein XP Drain, das ist kein Problem. Iron Bars, ich brauche 4 Iron Rods und ich brauche Eisenschrauben. 4. Dann brauchen wir Eisen Rods. Genau, da wollte ich euch auch noch was zeigen. Man merkt schon, ne? Es ist zu viel. Man kann viel zu viele schöne Sachen gleichzeitig machen. Ja. Aber wir arbeiten jetzt erst peu à peu alles ab. So, ein XP-Drain. Haken dran.
Dann haben wir hier einen Tank. Das wird momentan sowieso nichts, dass ich das da reinbaue. Dann steigen wir mal aufs Dach. Jawohl, er ist voll. Okay. Schön. So, okay, aber XP-Drain auch erledigt. Der war, glaube ich, im Steam-Bereich. Im Stone Age-Bereich kann ich es mir nicht vorstellen. Also, das haben wir erledigt. Das da ist das nächste, die Watering Can. Dafür brauchen wir 4 Eisenplatten, einen Eisenring, einen Eisenrod, eine Stahlschraube. Nochmal. Stahlring, danke. Ich habe keine Stahlschraube mehr. Gut, so, und dann hätte ich gesagt, du bist so oft dran. Machen wir nicht gleich. Ah, Boots brauche ich eigentlich nicht so häufig. Okay, dann heißt es jetzt, wir brauchen das da. Ja, machen wir fertig. Gut. Dann haben wir gesagt, wir brauchen 4 Stahlplatten. Ja, die werden wir auch gleich brauchen. Wenn wir das nächste abarbeiten können. Okay, also dann haben wir jetzt Eisenrod. Brauche ich noch. Ist gut. Gott sei Dank gibt's den. Ja. Aber da arbeite ich auch nicht gerade mit was anderem. So, was ich euch jetzt erklären kann, mit dem Baby hier. Oh, ich habe Chlorin drin. Das muss raus. Das, ich brauche noch mal einen kleinen Tank, weil das ist jetzt auch schon die Weiterführung davon. Also, wenn man ja Wasser in den Electrolyzer packt, kriegt man ja Oxy raus und Hydrogen. Gehen wir mal sozusagen hier rein. Electrolyzer ist ziemlich weit hinten. So, Da haben wir es kleine, da haben wir es große. So, also eine Zelle, Circuit 1, Wasser und 100 Sekunden und 60.000 EU ergeben 1 Oxy und 2.000 Hydro. Das ist das, was wir immer gemacht haben. So, jetzt schauen wir uns das da an. Jetzt habe ich hier eine Water Cell.
Der Water Cell. Braucht 73,5 Sekunden, also weniger als 100. Jetzt war es 17, nee, 16,5. 26,5. 26, ja. 26,5 Sekunden. So, das heißt, ich packe jetzt die einfach mal hier rein und es läuft die 36 Sekunden. Beispiel, das Wasser, MV, 50 Sekunden. Hab dann nämlich auch schon 7 Stück da. Ja, so lange können wir jetzt warten. Weil gleich brauchen wir den in richtig lang laufend. Und ich brauche mindestens 126.000 EU. Das haben wir auf jeden Fall. So, jetzt haben wir eine Electrolyzed Water Cell. Haben wir jetzt ja noch nicht das, was wir brauchen. Packen wir die da rein. So. Er braucht 0,75 Sekunden dafür. Sozusagen aus dieser Wasserzelle eine. Also genau denselben Zustand herzustellen. Also das heißt, man hat eine Zeitersparnis. Finde ich klasse. Ah, finde ich nicht klasse, dass jetzt auch schon mal Oxy mittlerweile überläuft. Das ist der Nachteil, wenn man Clay sozusagen zu Lithium macht. Weil ich mache es ja immer so. Eine Runde Clay, dann habe ich Wasser. Eine Runde Wasser habe ich. Oxy und Ding. Genau. So, dann nehmen wir das mal hier raus. Dann gehen wir mal schnell hier rüber. Bin gerade gespannt, was ich schon wieder liegen habe lassen. Und zwar, ich möchte aus dieser Kiste haben, und zwar Damaskusstahl. Muss ich demnächst auch mal richtig jetzt meinen. Halt. Und ich brauche aus dem da hinten. Und zwar den Toolrod. Den anderen brauche ich noch nicht. Die anderen Sachen brauche ich noch nicht anlangen. Weil es einfach zu extrem ist. Da brauche ich sehr lange Zeit und sehr viel Energie. 1 Million EU ungefähr sollte ich auf Storage haben. Also auf. Und ja. Was soll ich dazu sagen? Haben wir nicht. Das ist auch eins meiner nächsten Sachen. Strombereich erweitern. Gut. Dann hat der kleine Drake jetzt noch seine Watering Can. Die dürfte jetzt auch nicht auch hinkriegen, oder? Nein, die Stahlschraube fehlt noch. Jetzt kriegt er sie hin. Jetzt werden einige bestimmt sagen, wieso baut es sich eine Watering Can? Die bringt doch sowieso nichts. Also für die Felder bringt sie was? Für die normalen? Oh, ich nehm gerne Stahl. So, die Ringe. Packe ich die Ringe hin. Packe ich erstmal hier rein. Haben wir schon mal wieder das nächste drum erledigt. So, dann nur Sources of Glow Flower. 10 Stück. Jetzt weiß ich nur nicht, ob es funktioniert. Müssen wir mal gucken. Denn ich baue mir diese Kanne ja nicht umsonst. Dann machen wir jetzt nämlich Soundcraft sozusagen
abarbeiten. So, was habe ich mir aufgeschrieben? Genau. Und zwar, als erstes scannt man Kabel. Da kriegt man dann, da ist Terra und Perdizio drin. Dann als zweites Kohle. Da hat man dann Potentia, weil alles, was man schon vorher kann oder eine einzelne der nächsten Stufe, kann man scannen. So ist es mir noch im Kopf geblieben. Also wenn ihr wisst, okay, in der Stufe 1, weil das kannst du aus den ersten 6 machen, also Air, Terra, Ignis, Aqua, Ordo, Perdizio, kannst du das eigentlich herstellen. Ja? Da machen wir mal schnell Theorie, Soundcraft. Bam, 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 bam. So, jetzt muss ich nur Aspect of Magic. Genau. Also. Zum Beispiel, Lux besteht aus Air und Ignis. Also ist es eine Stufe 1. Air und Ordo ist Motus. Ja, das ist sozusagen. Ordo Ignis ist Potentia. Ignis Perdizio ist Gellum. Also, Prinzip ist klar. Das heißt, alles, was man da draus machen kann, man muss halt nur wissen, welches Item was hat. Das ist das Wichtige. Also, ne? Also Kohle hat Potentia. Potentia ist aus den ersten 6 herstellbar. Darum kann man scannen. So, dann habe ich als nächstes den Snowball. Den habe ich nur jetzt nicht mehr da. Aber genau, haben wir ja gerade, glaube ich, gerade Vitreus oder nee, Gellum haben wir gehabt, genau. Man sollte sich in seiner Liste dann das auch eintragen. Ja, somit erledigt. So, dann haben wir als nächstes die Bowl, ist Vakus. Ich weiß es jetzt nicht, ob man die in der Reihenfolge machen muss oder ob man das auch variieren kann. Kann auch sein, dass man das auch wirklich genau so machen muss. Wenn das jemand weiß, kann man es gerne in die Kommentare schreiben. So, Glasdust ist dann Vitreus. Genau. Dann haben wir noch die Torch für Lux. Und Rubber Pulp für Motus. Aber ich glaube, die habe ich noch nicht. Also, dann schauen wir mal. Kling. Also, Watering Can hat Aqua, Terra und Life. Der ist sehr wichtig, denn ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt hier auch noch so geht. Okay. Ach so, weil ich die Bücher rein da habe. Darum sind die schon alle an. Nicht alle, fast alle. So, jetzt muss ich nämlich mal gucken, wenn ich Aqua. Nee, weil das glaube ich geht nicht mehr so. Ich muss glaube ich jetzt scannen. So, die Pizza mal auch weg. Ja, und Life ist halt was ein bisschen problematisch ist. So, dann haben wir Rubber Pulp. Halt. Ah, Rubber Pulp haben wir schon. Das Motus, genau.
Haben wir doch schon. Ja, und wie gesagt, das wird jetzt dann immer so weitergehen mit dem Scan. Aber Watering Can ist eins der wichtigen. Und Trapdoor. Das ist das zweite Wichtige. Wobei, ich glaube, Trapdoor hat auch nur Motus drin. So, ich brauche Molten Iron dafür. Das ist komplett übertrieben. Ich brauche vier Sticks, vier Hearthlabs. Brauche ich dafür Oakwood? Ich glaube. Ja, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und ich brauche einen Flint. Ah, oder Eisenschraube oder Stahlschraube. Ah, nimm mal Eisenschraube. Kann man nicht rumliegen. Ich muss sogar Stahlschrauben rumliegen. Ey, komm. Wir geizen nicht. Wir kleckern diesmal. Eine Trapdoor. Haben wir drei Stück. Ah, kann ich noch nicht mal lernen. Also ist was drin, was ich noch nicht verstehe. Also wie gesagt, ich werde es immer wieder das durchscannen, weil das ist einfach zu langwierig und was dann beim nächsten Mal genauso machen, dass man dann halt sagt, okay, man hat dies, das oder jenes, wie man es findet. So, dann hätte ich gesagt, wir machen mit den Blank Casts weiter. Das ist nämlich, brauche ich nicht, habe ich schon da. Und zwar, wir wollen uns jetzt die nächsten Teile hier machen. Ich bin mir noch nicht sicher. Genau. Das ist nämlich das Problem. Dann brauchen wir Nummer 3. So, du kommst dahin, du kommst dahin. Nummer 4. Kannst jetzt einfach rausschmeißen. Und Nummer 5. So, das waren die ersten 5. Ich glaube, ich kann bis zu 10 Stück machen. Ich glaube, so viel Stahl habe ich reingeschmissen. Jawohl, 40 Ingots sind drin. Denn wir wollen jetzt da mal ein paar Extruder-Shapes rauskriegen, dass alles sozusagen über Extruder abgeschlossen ist. YouTube wird jetzt dann auch, wie gesagt, zum Beispiel für die Clay Pipes, für andere schöne Sachen. Für den Miner. Der Miner wird nämlich jetzt auch wichtig. Weil den müssen wir jetzt dann auch langsam mal bauen. Weil ich möchte eigentlich, dass im Nether dann der anfängt, Erze abzubauen. Dass ich da schon mal nichts mehr machen muss. Und die Pumpe halt auch eins der nächsten Sachen ist. So, also Extruder, Small, Normal, Large, Huge. Dann hätte ich gesagt, davon 6 Stück. Ich habe noch ein Holz hier. So, dann brauche ich bitte das da, dann brauche ich das da. Dann brauche ich
das da und das da. Ich hoffe, dass das der richtige Circuit war und dass nicht jetzt irgendwas rauskommt, was ich nicht brauche. Ah. Hatte ich noch einen? Cool. Jawohl, haben wir noch einen. Schön. So, gleich aufwerten. So, kommst du dahin? Du kommst dahin. Da kommen dann auch irgendwann eventuell die da hinten dann mit hier rein. Okay. So, dann haben wir die ersten fünf. Dann machen wir jetzt die nächsten fünf. Wir könnten sogar sieben machen, aber so viel Stahl habe ich momentan nicht, dass ich das momentan reißen geht. So, den haben wir, den haben wir, den haben wir, den haben wir, den haben wir. Dann machen wir als nächstes die Zelle. Und den Iron Rod schmeißen wir hier rein. Haben wir. Dann haben wir als nächstes den File Head. Haben wir auch. Dann machen wir das Saw Blade. Dann sparen wir uns nämlich auch da ziemlich viel. Und, ne? Und machen wir es Wire. Ich habe gar nicht so. Ach doch. Und der letzte ist jetzt dann das Casing. Ach, kommt schon. Halt da lang. So, jetzt habe ich noch zwei übrig. Die lasse ich jetzt auch erstmal da drin. Und wir machen uns einen Gießmarathon da hinten jetzt. Aber wir haben noch auf jeden Fall Ingot-Blöcke. Das sind schon mal zwei. Dann kann man die ganzen Werkzeuge noch machen. Aber das ist jetzt nicht das Wichtigste. Aber ich finde es vor allem wichtig, dass man diese Werkzeuge, ne, weil Säge und so weiter mit zwei Ingots zu machen, ist viel entspannter. Ich weiß gar nicht, geht eigentlich zum Beispiel. Der Hammer wird bestimmt auch gehen, oder? Ja. Ja, man braucht nur den Kopf. Genau, sechs Stück, Hammerhead und schon kann man auch sich Hammer und das andere Zeug bauen. Jetzt muss ich nur mal gucken, Pfeile. Ja, Pfeile geht natürlich, Screwdriver meine ich. Ein Screwdriver zum Beispiel geht nicht. Könnten wir demnächst mal irgendwann mal versuchen, die elektrische Variante zu machen. Was die als Vorteil bringt, weiß ich noch gar nicht. Glaube, ich bin jetzt gleich leer. Jawohl. Perfekt. So, dann haben wir die Plate. So, Filehead, Sawblade, die Zelle, Wire. Ja, wobei Wire kommt dahin, Ingot-Blöcke kommt dahin. Und dann haben wir noch das Casing. Sehr schön. Kann ich dich scannen? Gut. Und dich? Auch nicht. Sehr schön.
Man kann es ja mal probieren. Kann ich. Ich habe da, glaube ich, eine Idee, was ich brauche. Vorsorglich meinen Schlafsack schmeißen. Weil es bestimmt dunkel. So, dich kann ich auch abräumen. Dann haben wir das nämlich auch durch. Oh, die sind fast fertig. So, 32 davon. Ah, Damaskus Stahlrott ist auch durch. Habe ich total vergessen. Sehr schön. So, wir nehmen das Huge. Brauche ich 12 Stück. Brauche ich nochmal 4. Ja, jetzt geht halt mal momentan Stahl ganz schnell zur Neige. Oh, da fällt mir noch was ein, was ich noch bauen sollte. So, das heißt, wir haben jetzt drei Stück von denen da. So, und das war jetzt die Wire Mill. War das nicht die Wire Mill? Ach, MV. Sag bloß, es geht jetzt. Ja. Das wird jetzt witzig. Ich hoffe, dass der so lange aushält. Man hätte vielleicht mal vorher glotzen sollen. Aber ich bin der Meinung, ich hätte auch da vorher glotzen. Ne, LV geht. Okay. Also wir holen uns den Stahl wieder zurück. So, und in der Zeit Alumite, Alumite, Alumite. Ich habe noch Alumite. Jawohl. Also Alumite. Wir reparieren unsere Picke. Jetzt ist die wieder sauber. Und wir haben momentan eine effektive Durability von 1031. Ja, hätte ich eigentlich da drin lassen können. So, 1031. Jetzt nehmen wir Damaskusstahl. Also 1031. Und ich habe gerade. Ja, okay, Reinforced 4 habe ich drauf. Effektive Durability 3441. Also wir verdreifachen mal. Weil der nimmt einen Modifier von 5. So, das heißt, wir haben jetzt unsere Picke. Fangen wir gerade an, in dem Bereich vorzustoßen, wo wir eigentlich hin wollen. So, Vanadium-Stil ist eigentlich da, wo der Kopf raus soll. Aber Vanadium-Stil. Ja, ich. Habe ich jetzt die ganzen Batterien leer gesoffen? Ja, habe ich. So, dann nehme ich jetzt mal die 4 Batterien. Die 4 Batterien. Ist darum, dass ich sage, ich brauche unbedingt Strom. Nervig. Richtig nervig. Also ich finde die Variante Chrysot Oil finde ich ja nicht schlecht. Nur, wie gesagt, ich muss jetzt die Energiedichte mal erhöhen. Weil. Nein. Also, ist ja schön, dass ich die ganze Zeit hierher laufen darf. Und wie gesagt, das werde ich auch demnächst anfangen, das mit Kohle zu machen.
Aber es ist trotzdem die ganze Zeit, du musst hierher laufen, dann kannst du nicht richtig was machen, weil, wie gesagt, Chrisot hat, wie viel hast du? Ich mache ja schon den mit 48.000. Wenn man es in dem macht, habe ich nur 8. Ja, das ist nicht schön. Da gibt es dann schönere Methoden. Deswegen laufen auch gerade, wollte ich eigentlich auch die Pipes machen. Aber ich habe vergessen, dass ich dafür MV brauche. Für die Variante, was ich machen wollte. So, gehen wir da rein. Danke. So, wir haben 36 Ingots. Jetzt sind wir mal gespannt. Bis jetzt aufgeht. Müsst ihr eigentlich. Ich hätte halt nur wenige Durchläufe gehabt. Das wäre, glaube ich, der einzigste Vorteil gewesen. So, Wiremill. Genau. Denn wir brauchen jetzt mindestens, also von Anfang erstmal, ein Stack für die Pumpe. Jawohl. 8 haben wir. Das heißt, ich muss nochmal 2 Stück dann machen. Okay, also, dann haben wir Mining Pipe auch abgeschlossen. Damaskus Stahl Rod haben wir abgeschlossen. Wir haben die Gießkanne. Wir haben die Schere, haben wir noch nicht. Eisen. Gut, machen wir die Schere als nächstes. Ist schon Stahlring, klar. Ring ist eigentlich auch was, was ich sehr häufig brauche. Habe ich den noch drin? So, du bist durch. Das heißt, ich brauche nur noch 2. Und schon sind 1,5 Stück Stahl weg. So. Dürfte ich meinen. Meinen Stack haben. So, dann haben wir gesagt, wir brauchen noch Eisenschrauben. So, dich kann ich auch wegmachen. Die Eisenschraube. Einzahl, nicht Mehrzahl. Ich brauche noch Eisenplatten. Wenn es nichts Leichteres gibt als Eisenplatten, auch kein Problem. So, du kommst da hinten rein. Denn dann habe ich als nächstes die Schere. Dürfte die nächste Quest abgeschlossen haben. Danke. So, die Eisenringe lassen wir auch hier. Ah, kommen gleich ein paar Quests hinterher. So, dann brauche ich noch schnell das da und dann gehen wir noch schnell an die eine Sache ran, die wo wir auf jeden Fall brauchen oder beziehungsweise sogar 2 Sachen. So, ich brauche jetzt nur die Glowering.
Ich habe noch keine Ahnung, wo ich den geschmissen habe. So. Low Flower. Schleppe ich die ganze Zeit die mit mir rum? Die eingegangen? Ich hatte 10 oder 12 Stück. Habe ich dich hin? Hätte ich nochmal angepflanzt? Nö. Moment, habe ich dich vielleicht in meinem... Nein, habe ich auch nicht. Sehr schön. Kann ich nicht machen, weil ich nicht mehr weiß, wo es ist. Endlich alles sauber aufräumen. Habe ich irgendwo hingefeuert? Na, da sind sie doch. Beeilen kann ich mich selber. So, danke. Meinst du doch noch in der Kiste, wo ich sie gedacht habe? So, das heißt, wir haben jetzt auch eine funktionierende Quelle für Glowstone. Darum Felder erweitern. Wir müssen dann nämlich hin. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die ganz normal angepflanzt werden oder per Crops. Aber ich glaube normal. So, kann ich daraus ersehen, was du als Pflanze kriegst? Nein. Kann ich nicht. Schon mal gut zu wissen. So, dann brauche ich jetzt davon einen. Denn wir wollen jetzt als nächstes machen den Simple Washer. Ich brauche die ULV-Maschine. Habe aber schon ein bisschen was gemacht. So, ULV Machine Casing. So, dann warst du jetzt das und das. Dann warst du das. Dann brauche ich eine Pumpe. Die kommt normalerweise oben hin. Du da. Du da. Simple Washer. So, was man aber nicht vergessen darf, Simple Washer. Du bist jetzt der Basic Extruder. Du bist momentan meiner Meinung nach sowieso nicht mehr so wichtig. Problem ist der, was drüber ist. Das ist der Electrolyzer. Du bist eigentlich auch nicht mehr wichtig. Klar, du kannst noch nebenbei ein wenig arbeiten, aber ich habe sowieso momentan Stromprobleme. Also macht es keinen Sinn. So, dann heißt es nämlich jetzt für mich. Ich brauche jetzt den Wirecutter. Ja, ich muss das halt mit Zellen momentan machen. So, mein Problem ist jetzt aber was anderes. Wenn ich jetzt den... Denn ich brauche jetzt den Transformer. Und zwar den Ultra Low Voltage Transformer. Das heißt nur, ich muss da die Energie irgendwie anders hinkriegen. Brauche ich noch mal? Ich brauche noch mal eine ULV. Aber wenn ich jetzt sage, ich mache den jetzt hier hin, ja, die sind ja verbunden.
Ja, mein Problem ist, dass der, wenn ich dich dahin mache, verbunden bist du nicht, genau. Nee, dich darf ich da, ja, genau, da kann das total hin. Du kannst dahin. So, gehen wir mal schnell ein paar Zellen holen, weil ich schätze mal, der wird wieder ein paar haben. Jawohl. Dann haben wir mal 11 Zellen. Ah, passen sowieso nur 8 rein. Ja, aber das ist trotzdem mein Problem, weil ich brauche ja dann sozusagen. Ja, okay, wobei von hinten kann ich mit Wasser kommen. Kann ich vielleicht den Ohrwascher irgendwann noch tauschen? So, dann heißt es jetzt nämlich, das da muss da rein und die eine Zelle brauche ich von dir. Du kommst da rein. So, lass mich Blei haben, danke, weil, soweit ich das weiß, Transformer, Transformer, Transformer. Das ist ein Zinnkabel und 4-Lead-Kabel. So, haben wir. So, Zinnkabel müsste drüben sein. Oh, wenn das letzte läuft, kann man auch wieder umstellen. Auf die 8 und rein. Aber das und das. So, da kommst du hier hin, dann kommen die 4 hier hin. Der hat gepasst. Oh. Ich brauche da eine ULV Machine Casing. Das heißt, ich brauche, oh, Wood Pulp, Rough Iron. Nochmal zweimal Lead. Wenn man sich jetzt vorstellt, wie schnell das sowas geht oder gehen kann, weil man jetzt schon ein paar Sachen hat. So, die brauche ich sowieso nur zu selten. Du kommst dahin. Zwei Wutdinger kommen dahin. Du kommst dahin. Fällt nämlich gerade ein, ich brauche noch eine Maschine. Juhu! Ich hoffe nur, dass ich jetzt da nichts noch Special brauche. Ich kenne mich bestimmt. So, das heißt, wir haben jetzt eine ULV-Maschinenhall. Die packen wir jetzt hier hin. So, und jetzt haben wir die Ultra-Low-Voltage-Transformer. So, dann heißt es jetzt, du kommst dahin. So, dann gehst du es darüber. Und du hast momentan LV zu ULV. Jawohl, das müsste richtig sein. So, und für was braucht man jetzt das Baby hier? So, und zwar, man hat ja jetzt zum Beispiel hier
Okay, hier kriege ich jetzt Rare Earth raus. Das sollte man vielleicht dann doch weiterlaufen lassen. Aber man kennt es ja selber. Man hat vielleicht, genau. Stone Dust ist zum Beispiel so ein Beispiel. Ich hoffe, dass ich jetzt alles richtig gemacht habe. Dann packt man das nämlich hier rein. Und der braucht nämlich nur 100 Liter. Ich habe alles richtig gemacht. Yay! Freude! Na, weil ich muss jetzt da drüben nicht 1000 Liter verballern am Wasser, welcher Stone Dust. Weil da kommt auch nur Stone Dust raus als zweit Ding. Und Stone Dust, ja. Ah, ich bin erstmal so. Da ist eher das Problem, dass ich jetzt gleich das nächste Upgrade brauche. Ja, jetzt hat man das gesehen. Und jetzt ist der mit 4000, mit, ja, so 7000 Liter oder 6000 Liter hat der jetzt mal mein Stone Dust durchgeprügelt. Ja. So, selbe auch hier. Ja, Problem ist natürlich, wenn ich jetzt den hier hinstelle, dann habe ich ein Problem, aber dann habe ich hier eine Lücke. Dann kann es das passieren, dass ich hier nichts hinmache. Dass ich den einfach dann mit einer Pipe dann hochmache oder ich stelle den hinten hin. Ich weiß es noch nicht. Ja, aber wir haben eine vernünftige Möglichkeit jetzt auch das Zeug zu verarbeiten, ohne dass mir gleich übel wird. So. Dann heißt es jetzt, ich habe jetzt dann den schon weg. Gut. Aber wir brauchen noch eine Maschine. Und zwar den hier. Den Sifter. Brauche natürlich zwei Pistons. Das heißt, ich brauche jetzt mal schnell zwei Small Steel. Vier Rods. Sechs. Ja. Das wird jetzt witzig. Also ich brauche zwei Rods. Ich brauche ein Gear. Und ich brauche drei Plates. Ach, ist das nicht toll? Das war jetzt nicht toll. Danke. So, wir brauchen das Small Gear. Einmal Rod. Einmal Gear. Jetzt habe ich eigentlich die ganzen drei, die wo ich eigentlich häufig brauche, sind momentan drin. Ja, na, wie viel haben denn gesagt, du brauchst zwei. Ich hab's doch gemerkt, bevor ich an dem Ding war. Am Crafting Table. So. Dann hatte ich noch genügend Stahl, weil im Moment dann produziere ich auch keins mehr. Wie ich ja dem da. Das wär jetzt schön gewesen. Ey, ich kann leider das nicht machen, weil ich bin einfach nur wahnsinnig, weil ich es vergessen habe, nicht alles wegzuschmeißen. Tin-Cable brauchen wir zwei, Circuits brauchen wir zwei. Circuits habe ich momentan nicht vorbereitet. So, die sind jetzt leer.
Also, dann kommst du jetzt dahin. Die Pistons kommen dahin. Die zwei Zinnkabel kommen dahin. Die Maschinenhalle kommt dahin. Und die Itemfilter, was ich gesagt habe, was ich auch vorbereite, die habe ich auch vorbereitet. Applaus, Applaus. Wir haben den Nikolaus. Nein. Wir haben den Sifter. So, da kommst du jetzt dann da drauf. Gehst nach oben. Dann habe ich eine Chest. Und ich glaube, ich brauche von denen da zwei. Weil das bringt uns jetzt. Das ist jetzt der nächste große Schritt, den wir gegangen sein mussten. So, das heißt, wir schmeißen jetzt hier mal ein bisschen Coal rein. Für diejenigen, die den Sifter noch nicht kennen. Ich glaube, ja, früher ist der mehrmals gelaufen. Ich glaube, es läuft da nur noch einmal runter. Das haben sie, glaube ich, auch geändert. Super. Ja, wenn man es jetzt sieht, ne, ich habe vorne immer zwei rausbekommen. Immer. Kommt da der Vorführeffekt, passt auf. Nein, ich habe vier bekommen. Und ein Coal Dust. Ja, also sozusagen, ich habe jetzt das und ich habe es ja aus dem Erz bekommen. Also, ich verdoppel ja über einen Maserator die Erze. Also das heißt, ich mache aus einem, wo ich zwei rausbekomme, kriege ich zwei raus. So, das heißt, ich habe jetzt sozusagen 9 Stück rausbekommen. Das kann man doch sagen, das ist super. Genau, so, das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, den durchzujagen. Und soweit ich das auch weiß, wir gehen jetzt mal hier hin. Das kann auch der Simple, ne? Weil Ore Washer heißt, ich bekomme Lignite Coal Dust raus. Lignite Coal Dust, sage ich jetzt für mich, so ein bisschen überheblich, braucht man nicht so häufig. Kann man ja immer wieder machen, wenn man Ore Washer nicht braucht, aber der Ore Washer läuft jetzt, glaube ich, seit, ich glaube, 3 Tagen durchgehend. Na, dann, sollte man sich halt dann doch was überlegen. Dass man da auch noch Möglichkeiten hat und dann ist das Simple Ore Washer das Beste. So, das heißt, wir haben einen Block of Coal. Ich weiß, dass ich, wo ich mein nächstes Upgrade nämlich reinschmeiße. Mein nächstes Upgrade kommt definitiv in den. In die Charcoal. Oder ich baue jetzt demnächst mal den großen Kompressor, dass ich da endlich mal auch Blöcke herstellen kann. So, du kommst gleich raus, du kommst gleich rein. So, und jetzt läufst du. Aber wir sind hier eigentlich ja fast voll. Richtig rein. Oh, ich habe dich reingekriegt. Komplett. Cool. So, wir haben jetzt auf jeden Fall einige Häkelchen gemacht. Wir haben einen Sifter. Wir haben einen Simple Ore Washing. Wir haben eine Gießkanne. Wir haben Soundcraft weitergetrieben. Wir haben. Ja, was haben wir denn noch?
Die Schere gebaut. Das wird eins der nächsten Sachen. Aber da brauche ich ja schon wieder Stahl. Wie gesagt, darum Cold Coke durcharbeiten. Energiehammer. Den da haben wir auch weg. Chemical Bath wird auch noch gebraucht. Wie gesagt, das wird einer der nächsten. So, und dann habe ich jetzt dann hier Basic Semi. Dann kommst du auch weg. Wie gesagt, wäre jetzt halt cool, ne, wenn ich das jetzt einfach schieben könnte. So, dahin. Und falls das gehen sollte, hat man mal wie. So, na, dann könnte ich jetzt dann sagen, vielleicht kommt dann auch noch ein weiterer Reiter mit Maschinen einfach rein. Weil ich habe jetzt schon die einfachen Sachen hier auch sozusagen getrennt. Wie gesagt, das ist immer für mich die Vorbereitung für die aktuelle Folge. Und ich habe gerade noch was gesehen. Komm, die 3 Minuten haben wir jetzt auch noch. Na, wer stoppt mit, ob ich schaffe? So, das heißt, wir brauchen Enderperlen 9 Stück. Das wird jetzt witzig. Schafft der es oder schafft der es nicht? Ich hoffe, dass ich noch genügend Dampf draußen habe. Ja, aber das Ding muss auch endlich weg. So, also, da kommst du jetzt mal schnell da rein. Ja, schaff mal. Oh. Das größte Problem wird nicht das da, sondern wird das da. Ja, ich habe ein EBF. Ist ja nur halb so wild. Braucht zwar dann gleich nochmal den Maserator da draußen. Aber ich brauche jetzt 12 Stahl. Habe ich noch so viel? 9 haben wir. Zehn, elf, zwölf. Ist das nicht mal schön, dass man sagen kann, okay, ich habe mal schnell was vergessen. Das machen wir jetzt schnell. So, in der Zeit kann der schon mal den Block durchsägen. Das habe ich nämlich auch noch zu tun. Weiß, andere wären jetzt schon längst gerannt. Das habe ich mir sowas von abgewöhnt. Habe ich mir in allen Minecraft-Dingern abgewöhnt. Wenn ich nicht durch irgendwelche Items schneller laufen kann, laufe ich nicht schneller. So, Rough Iron Dust war bestimmt auch die 11, oder? In 15 Sekunden haben wir unseren Stahl. Das wird ja erst witzig, wenn das Ding ein wenig overpowered ist. So, kommst da rein. So, dann haben wir hier die Rods. Dann brauchen wir jetzt hier Gears. Brauche ich eins oder brauche ich zwei? Brauche zwei. Ich habe zu wenig Stahl gerade gemacht. Aber ich glaube, ich habe noch ein paar Platten übrig.
Der geht wohl nicht mehr sehr weit. Weil ich müsste doch noch hier drüber. Oh nein, habe ich nicht mehr. Mist. Er schaffte es nicht, weil er. Genau. Oh. Breck, du schaffst es schon. Du baust ihn nur da drin. Nicht da. Das heißt Aluminium Frame. Hier. Okay, dann brauchen wir keinen Circuit. Also, du kommst rein. Du kommst rein. Du kommst rein. Und ach so, ja. Du kommst rein. Gott sei Dank. Ich habe die richtige Menge hergestellt, außersehen. Okay, ich hätte mir noch ein Gear sparen können. Schaut mal, ist das nicht schön? Und ich habe nicht mal einen halben Stick, glaube ich, durchgebraten. So, das heißt, wir haben jetzt unseren Elevator fertig. Ah, die 3 Minuten haben leider nicht gepasst. Ja, die. So. Und ich hau den jetzt erstmal, weil es mir sowas von egal ist. Da rein. So. Hab's geschafft. So, du warst da nicht. Da nicht. Da warst du. So, und dann heißt es jetzt, wir haben jetzt auch hier fertig. Das heißt, ich habe einen neuen Punkt. Küche auf ausheben. Das könnte ich dann sogar oben hin machen. Dass mir dann die Küche endlich dann umfunktionieren können, dass die nach oben wandert. Und ich habe schon für mich selber so wahrgenommen, ich werde auf jeden Fall da oben, weil da oben werden vielleicht 2 oder 3 Maschinen laufen. Es wäre meiner Meinung nach eine komplette Verschwendung, da oben mehr, also sozusagen dahinter Engines zu legen, nur damit da oben ein bisschen was läuft. Ich hätte gesagt, wir machen einfach eine einzige MV-Anlage da oben hin. Und diese MV-Anlage kann dann bis zu 4 Maschinen gleichzeitig bedienen. Und das ist eigentlich ausreichend, weil ich brauche einen Mixer, ich brauche vielleicht einen Extruder, glaube ich, war das noch. Ich brauche den komischen Entsafter da draußen. Und dann müssen wir noch gucken, was wir noch als Viertes eventuell brauchen. Das hört sich doch noch komplett nach einem Plan an, oder? Genau. Also, machen wir auch noch fertig. Dann bin ich jetzt auch für die Folge fertig. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.